Ja, gestern Abend habe ich es ja gesagt. Ich freue mich auf Sie. Schön, dass Sie wieder dabei sind bei 04 Plus, dem Magazin für die Landkreise Nordsachsen und Leipzig am heutigen Donnerstag, dem 13. Juni. Wir hatten wieder Besuch im Studio und zwar die Bürgermeisterin von Naunhof, Anna-Luise Konrad, war bei der Bürgersprechstunde im Haus. Liebe Zuschauer, wir haben den ersten Dienstag, den zweiten Dienstag im Monat Zeit für die Bürgersprechstunde in Naunhof. Frau Konrad, schön, dass Sie bei uns wieder im Studio sind. Sie haben ja sicherlich auch einige anstrengende Tage jetzt hinter sich mit dem großen Wahltag am 9. Juni. Wie ist so Ihre Stimmungslage jetzt nach der Wahl? Meine Stimmungslage? Ja, so ich für weiß die nicht, Geschicke ob, der Stadt Naunhof. Ja, ob die tatsächlich so von Interesse ist. Aber ansonsten ist es schon so, dass die Wahl in den letzten Tagen sehr viele Ressourcen gebunden hat, nicht nur in ihre Vorbereitung, sondern natürlich auch in ihre Durchführung. Tatsächlich ganz abgeschlossen ist das Ganze ja noch nicht. Wir werden also morgen erst die Unterlagen an den Landkreis übergeben zur Wahlprüfung und dann beginnen ja die Fristen für mögliche Anfechtungen etc., sodass also mit Ausblick jetzt auf die kommenden Wochen davon auszugehen ist, wenn alles planmäßig läuft, dass wir dann nach den Sommerferien im August die konstituierenden Sitzungen planmäßig durchführen können. Und da wir ja Optimisten sind von Natur aus, rechne ich fest damit, dass das passiert. An erster Stelle möchte ich erstmal allen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern danken, ohne die diese Wahl in der Größenordnung gar nicht hätte durchführbar gewesen. Es hat ganz viele Ressourcen nicht nur bei uns in der Stadtverwaltung gekostet, sondern auch übergreifend in unseren Einrichtungen, aber darüber hinaus natürlich auch durch bürgerschaftliches Engagement wurde das Ganze unterstützt und mit den Wahlhelfern, mit denen ich Kontakt hatte in der Wahlnacht und auch gesprochen habe, die haben ganz klar gesagt, das ist schon sehr interessant, hier mal hinter die Kulissen zu schauen, denn für den Außenstehenden ist es ja mit der Wahlentscheidung. Weiß man gar nicht, was da alles dahinter dann auch steht. Genau, ist es ja mit der Wahlentscheidung am Wahlabend dann oder am Wahltag getan. Also da ein ganz großes Dankeschön und da sind wir sehr stolz, dass wir da so viele Möglichkeiten hatten, auf die Menschen zurückzugreifen. Ansonsten, tja, das Ergebnis, das muss man verdauen. Das ist ein ganz deutliches Signal auf alle politischen Entscheidungsträger, auf alle politischen Ebenen. Und das steht ja erstmal ganz vorne dran, das ist Demokratie. So haben die Menschen gewählt. So war deren Entscheidung. Die Gründe, die gilt es sicherlich aufzuarbeiten. Jeder in seiner Verantwortung, jeder in seinem Verantwortungsbereich. Und mich persönlich bringt das schon sehr stark zum Nachdenken. Gerade die Ergebnisse auf kommunaler Ebene, da ist das sehr überraschend, dass die sich mit den Ergebnissen auf europäischer Ebene doch sehr stark ähneln. Und dann gilt es jetzt auch zu ergründen, was muss besser werden, was ist an Entscheidungen getroffen worden, die die Wählerinnen und Wähler so nicht gewollt haben, was ist in unserem Handeln zu optimieren. Also ich gehe damit durchaus auch sehr kritisch in der Selbstreflexion um. Das können jetzt Einzelne für gut oder schlecht empfinden. Ich finde es jedenfalls nicht richtig, darüber einfach hinwegzusteigen und zu sagen, ja gut, so ist jetzt das Ergebnis, es geht weiter wie bisher. Nur kann ich ja werden wir als Bürgermeister, Kommunalpolitiker, ja die Gesamtverantwortung für das Bundesgebiet nicht übernehmen. Das ist ja ganz klar, sodass es auch deutlich ist, dass man sich jetzt hier vor Ort den Themen widmet. Ich hoffe natürlich trotzdem auf ein konstruktives Miteinander in dem Stadtrat, auch in unseren Ortschaftsräten, auf immer in der Sache ausgerichtet, auf das beste Optimum auch für die jeweilige Sachentscheidung. Und das ist bisher, zumindest seitdem ich im Amt bin, parteiübergreifend gelungen. Naunhof hatte ja noch nie wirkliche Mehrheiten, sodass wir
ja, das Ganze auch gewöhnt sind, dass es da eine Zusammenarbeit geben muss, eben über die Parteigrenzen hinweg. Aber ich glaube, das ist ein ganz deutliches Signal an alle Verantwortungsträger auf den politischen Ebenen. Und es ist für mich dann nicht nachvollziehbar, dass man das unreflektiert lassen würde. Das wäre fatal. Und mit Blick auf die Wahlen im September ist ja davon auszugehen, dass das Signal ansonsten umso deutlicher werden würde. Das schauen wir mal. Das macht es natürlich den Gestaltungswillen, wenn man so viele zersplitterte Sitze hat in dem Stadtrat, nicht unbedingt einfacher. Aber wie gesagt... Oder es gibt angeregtere Diskussionen. Ja, wobei die hatten wir schon immer in Nauenhof. Also an Diskussionsarmut, davon waren unsere Sitzungen nicht geprägt. Wichtig ist ja, dass man in der Sache konstruktiv bleibt. Und eine Demokratie muss eben auch zulassen, dass es gegensätzliche Meinungen gibt. Und dass die Mehrheit aber am Ende entscheidet. Und dass die Entscheidung ist dann auch zu akzeptieren, egal wie man vielleicht persönlich zu dem Sachverhalt steht. Aber ich halte es für wichtig, das aufzuarbeiten. Ich halte es für wichtig, dafür nochmal reflektierend Erklärung zu finden. Insbesondere, und das ist, glaube ich, auch das, was deutlich zum Ausdruck kommt, ist die Transparenz. Also Transparenz von Entscheidungen, Transparenz von Handeln und auch falsche Annahmen einfach zu hinterfragen bzw. aufzuzeigen. Also die Annahme klar und deutlich zu machen, dass der Bürgermeister vor Ort eben in der Kette da nun mal der Letzte ist, der politischen Entscheidungsträger und der Verantwortung für vor Ort gerecht werden muss. Aber ansonsten, dass das Handeln auf kommunalpolitischer Ebene natürlich von dem Handeln auf bundespolitischer Ebene und europäischer Ebene abhängt, das ist ganz klar, aber letzten Endes eben abhängt. Und nicht, dass die Kleinsten im Glied dafür verantwortlich gemacht werden, was auf der höchsten Ebene im Glied passiert. Das finde ich sehr gefährlich und das gibt uns allen sehr stark zu denken. Da gilt es auch, sehr viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Transparenz ist ein gutes Stichwort. Sie wollen die Transparenz im Rathaus erhöhen und dies auch im Amtsblatt anders sichtbar machen. Wie denn genau? Ja, das scheint jetzt zu dem vorangegangenen Thema sicherlich etwas klein. Mir ist es ganz wichtig und ebenso auch den Mitarbeitern der Stadtverwaltung, die Qualität in unserem Amtsblatt sehr hoch zu halten. Uns fällt immer wieder auf, dass die Bürger das Amtsblatt leider nicht in der Tiefe lesen, wie wir uns das gerne wünschen. Naja, und was für uns als Mitarbeiter in der Verwaltung klar ist, weil das ist ja einmal dort geschrieben worden und damit haben wir informiert, ist aber deutlich in der Bevölkerung zu merken, wo stand denn das, wann war denn das mal abgedruckt, dass eben der Informationsgehalt anders bzw. auch optimiert werden muss. Sei es kürzere Texte, mehr Bilder, mehr Impressionen, sei es auch andere Kanäle, die bedient werden müssen, was einfach die Informationspolitik angeht. Und wichtig ist dann auch die Transparenz des Handelns zu zeigen. Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung, die müssen sich daran gewöhnen. Und das ist auch gar nicht so einfach, den Verwaltungssprech sozusagen zu übersetzen und auch wirklich komplexe Themen auf den Punkt zu bringen und Haushaltsplan und klar zu erklären. Genau. Und da ist einer der Schritte, die wir gehen möchten, dass wir also ganz vorne in den Aunhofer Nachrichten sozusagen die Worte der Bürgermeisterin, das Editorial ersetzen oder verändern möchten, insofern, dass wir dort zu wichtigen oder ganz aktuellen Projekten gerade, wo der Bürger sich am Küchentisch fragt, ja, warum hat denn die Stadt noch keinen Haushalt? Oder wie steht es denn jetzt um den Neubau der Turnhalle? Was ist denn jetzt mit den offenen Fußwegen der deutschen Glasfaser? Also das sind ja so Themen, die Bürger umtreiben und zu denen man sich gerne auch am Küchentisch unterhält. Und da ist es wichtig, einfach mal ganz kurz und prägnant zu informieren und insbesondere die Mitarbeiter sichtbar zu machen, die dafür auch per Aufgabe zuständig sind.
Und das ist eine Umstellung für die Verwaltung, was für den Außenstehenden selbstverständlich erscheint, ist für den Mitarbeiter der Verwaltung schon eine Umstellung, auch nach außen noch sichtbarer zu werden. Aber das ist erstmal nur der Anfang und ich glaube dringend notwendig, insbesondere mit Blick auf das Thema, was wir gerade besprochen haben. Willkommen zum Dorfkonsum Fuchshain. Darüber haben wir auch schon hin und wieder gesprochen. Das Projekt hat jetzt ein Preisgeld bei Simul Plus erhalten. Wie kann es mit dem Projekt denn dann jetzt weitergehen? Naja, also wie es weitergeht, das ist relativ klar. Das Projekt ist ja ein Projekt der Dorfgemeinschaft in Fuchshain, woraus sich ja zum Glück ein Verein gebildet hat mittlerweile. Der besteht auch, der sozusagen auch Betreiber des Dorfkonsums sein wird. Und naja, ganz konkret aktuell sind die nächsten Schritte, dass der Dorfkonsum saniert und renoviert werden muss, bevor man die Nutzung, die man angedacht hat, also diese multiple Nutzung auch gewerblicher Art, insbesondere um die Themen der Nahversorgung und der Gesundheitsvorsorge in dem Ortsteil wieder zum Leben erwecken, bevor man die dort implementieren kann, muss natürlich erstmal die Gebäudehülle wieder schick gemacht werden und in Gang gebracht werden und auch die Elektronik des Gebäudes. Naja, also es gibt da viel zu tun von baulicher Seite. Das sind jetzt die nächsten Schritte. Dafür brauchen wir ganz konkret Geld, logischerweise. Und wir haben das Projekt bei mehreren Fördermittelrichtlinien beantragt und hoffen, sobald wir dort positive Rückmeldungen bekommen, dass wir das Projekt in verschiedenen Bauabschnitten umsetzen können. Na, und wenn es fertiggestellt ist, dann kommt sozusagen das Innenleben zum Zug. Was ja auch ein wichtiger Punkt für den Ort Fuchshain ist und dann auch in Bezug auf das Leitbild von Nauenhof. Das Leitbild für Nauenhof 2035 aus Sicht der Kinder ist jetzt deutlich am Rathaus sichtbar. Was genau wurde denn jetzt dort von wem angebracht? Ja, also unseren Leitbildprozess, der ja nun schon seit 2 Jahren mit verschiedenen Projekten und verschiedenen Workshops sich gestaltet, der Prozess nähert sich jetzt dem Ende. Und ein Höhepunkt sozusagen war es, dass wir die Kinder, die im Grundschul- und Kindergartenalter ihre Projektideen eingereicht haben, die haben nämlich ganz viel gebastelt und gemalt für ihre Stadt der Zukunft, dass wir die prämiert haben. Das war ganz wichtig, das war uns auch wichtig, um eine Verbindlichkeit herzustellen, um zu zeigen, dass wir die Ideen ernst nehmen und die waren wirklich toll, zum Teil logischerweise auf Kinderart, ja, sehr kreativ. Was denn zum Beispiel? Naja, zum Beispiel von der Westernstadt über ein Bällebad auf dem Markt, eine große Wasserrutsche auf dem Marktplatz bis hin zur Eiskunstläuferin, dann den Roboter, der sozusagen die Bürger im Rathaus begrüßt automatisch und die Mitarbeiter bei der Erledigung ihrer Aufgaben mit unterstützt. Also die Ideen waren sehr vielfältig und interessanterweise gab es auch Interviews, die die Kinder durchgeführt haben. Und man hat gemerkt, dass die Kinder, anders als wir das Erwachsene tun würden, ihre Heimatstadt unheimlich schätzen. Denen fiel es also sehr, sehr schnell und sehr einfach, die Stärken ihrer Stadt zu nennen, was sie toll finden. Und als dann die Frage aufkam, was gefällt dir denn nicht so gut, das blieb oftmals völlig unbeantwortet, weil es da meistens gar nichts gab. Und das bringt einen auch nochmal zum Nachdenken, weil wir oftmals ja uns als Erwachsene darin verlieren, in dem negativen Argument, in die negativen Gedanken und manchmal viel zu wenig auf das gucken, was wir eigentlich geschafft haben und was so schön in unserer Heimatstadt, in unseren Ortsteilen existiert. Und das war sehr, sehr prägend und eine schöne Veranstaltung, die wir mit den Kindern durchgeführt haben. Wir haben also die Kinder ausgezeichnet, die haben eine Urkunde bekommen, die haben Preise bekommen. Gewonnen haben alle. Da waren sie sehr überrascht, die Kinder, weil sie gedacht haben, es gibt jetzt hier sozusagen das Lieblingsprojekt der Bürgermeisterin. Aber wir haben sie damit überrascht, dass es also eine Jury gab. Die bestand aus dem Pfarrer zum Beispiel, aus der Jugendhausleiterin, die Schülersprecher der jeweiligen Schulen. Also das war ziemlich bunt gemixt. Und wir haben uns am Ende dafür entschieden,
alle gleich zu prämieren. Und das war wirklich schön. Es gab ein Eis. Und zum Schluss haben wir am Rathaus an unseren Säulen die Namen der Kinder, die sozusagen jetzt unsere Zukunftsforscher der Stadt sind, die haben wir dort befestigt. Und mit deren Augen sollte man die eigene Stadt gern auch mal wieder betrachten und nicht nur den Fokus auf das Negative setzen. Am 1. Juni konnten einige ehrenamtliche Kameradinnen und Kameraden beim Florianstag ausgezeichnet werden. Wie haben Sie die Veranstaltung wahrgenommen? Sehr gut besucht. Das lag möglicherweise daran, weil aufgrund der Wettervorhersage viele Veranstaltungen auch im Umland abgesagt wurden. Die Feuerwehr hat beschlossen, wir ziehen das trotzdem durch. Wir haben eine große Fahrzeughalle und stehen zu unserem Fest und zu unserem Festprogramm. Und es ist überdies ja ganz wichtig, die Menschen, die dieses Ehrenamt begleiten und jeden Tag wirklich selbstlos und voller Engagement in den Einsatz fahren, dort auszuzeichnen, zu befördern. Das ist wichtig, die Anerkennung ist wichtig, die Wertschätzung ist wichtig. Und die findet bei uns traditionell in der Kernstadt am Florianstag statt. Das war wieder ein großes Fest, viele Attraktionen für die Kinder. Und es war ich fand eine sehr gelungene Veranstaltung, obwohl, und das muss man sagen, die Veranstaltung ja überschattet worden ist durch den Einsatz der Feuerwehr selber und durch den Einsatz der Polizei und des DLRG, weil ja am Moritzsee ein Mann gesucht worden ist, der ja nun leider auch dann ein paar Tage später geborgen worden ist. Das überschattete tatsächlich diese gesamte Veranstaltung. Das merkte man auch den Kameradinnen und Kameraden deutlich an. Die kamen quasi direkt aus dem Einsatz und es ging quasi zum öffentlichen Teil, zum Appell über, aber die haben das souverän, professionell gemeistert, wie eigentlich immer. Und es war denen auch wichtig, dass das passiert. Ansonsten hätten wir das verschoben, aber die haben da ganz bewusst Wert drauf gelegt. Und so, dass es also trotzdem dann noch ein runder Tag war und das Wetter hat ja auch durchgehalten. Das Freie Gymnasium Nauenhof erweitert sich ja stetig, passt auch zu den wachsenden Zahlen, Einwohnerzahlen in Nauenhof. Wie sehen Sie die Entwicklung auch für die Stadt? Es ist eine ganz wichtige Entwicklung. Zum einen, weil es unseren Schulstandort als Stadt stärkt. Es passt zu den Projekten und zu den Themen der Kinder und Jugendlichen unserer Stadt. Und das Freie Gymnasium Nauenhof ist eine Säule, die in der Schulentwicklung in unserer Stadt auch nicht mehr wegzudenken ist. Umso schöner, dass das Gymnasium die Mittel aufbringt, als privat geführte Schule sich zu erweitern. Ein großartiges Objekt ist dort entstanden. Wir durften ja anlässlich des Richtfests uns die ersten Strukturen sozusagen im Innenraum mal anschauen. Und das wird schon ein Lernen der Zukunft sein, mit ganz modular aufgeteilten Zimmern, einer riesigen Aula, die also auch andere Veranstaltungsformate zulassen wird und verbindet eigentlich sozusagen die Lücke zwischen Waldbad und Gymnasium nochmal in der städtischen Entwicklung miteinander. Und das ist toll, dass es solche Projekte in der jetzigen Zeit noch gibt, dass, wie gesagt, die Mittel von dem Schulträger dafür auch bereitgestellt werden. Und das auch zeigt, dass die Nachfrage nach diesem Schulstandort nach wie vor ungebrochen hoch ist und der Auslastungsgrad auch für die Qualität der Schule spricht. Und da sollten wir und können wir natürlich als Stadt sehr stolz darauf sein. Und ich finde, es ist auch nicht selbstverständlich, dass wir so gut miteinander zusammenarbeiten. Auch das war ja Nauenhof in der Vergangenheit nicht so. Und es ist uns gelungen, diese Vorbehalte, diese Gräben sozusagen zu schließen und dass wir gemeinsam dort an einen Strang ziehen und durch die Fördermittel, die wir bekommen haben für die Schulhofgestaltung, sozusagen für den Ascheberg, der hinter dem Gymnasium liegt, wird es also noch eine Erweiterung des Schulgeländes geben und einen öffentlichen Bürgergarten, sodass wir dort auch die Zusammenarbeit ganz konkret am Projekt zeigen können zwischen privater Schulträgerschaft und öffentlichem Bereich der Stadt. Sie haben über neue Veranstaltungsformate gesprochen. Jetzt wird es das erste Nauenhofer Seenfest geben am 17. August. Was genau erwartet dort die Besucher? Das Nauenhofer Seenfest
ist eine Veranstaltung, die durch die Bürgerinnen und Bürger der Grünstadt selber, die also sich in dem neuen Stadtgebiet angesiedelt haben und jetzt dort wohnen, seit geraumer Zeit selber auf die Beine gestellt worden ist. Die Initiative kam schon von uns aus der Stadtverwaltung, weil wir hatten Bedenken, dass es also eine Stadt neben der Stadt entsteht und das Thema Neubürger und wer wohnt denn jetzt da und wer sind denn die hinter der Bahnlinie. Das treibt viele Menschen um. Die Neugierde ist groß. Logischerweise fahren ganz viele Menschen durch das Gebiet und fragen dann interessiert. Und da haben wir die ersten Bürger sozusagen versucht, dort zu animieren, ein eigenes Fest gemeinsam mit der Stadt auf die Beine zu stellen, was also auch als Art Neubürgerempfang gelten soll und was auch zeigen soll, hey, wir sind ja eine Gemeinschaft und das ist egal, ob uns eine Bahnlinie trennt, die ist zwar sichtbar da, aber ansonsten fühlen sie sich genauso zugehörig wie alle anderen. Und das wollen sie damit zeigen, zum Ausdruck bringen. Es ist ein Fest, was die Zielgruppe der Familien natürlich vordergründig mit erreichen möchte. Das Fest wird umrahmt von der Projektwoche, die vorangestellt ist. Es wird also einen ganz großen Graffiti-Workshop mit allen Einrichtungen der Stadt geben, um die Mauer, die an der Straße des 9. November entlang geht, ordentlich und schön zu gestalten. Und sozusagen der Höhepunkt dieses Workshops, dieser Gemeinschaft wird das Seenfest sein, was also kulturell ganz viele Angebote zeigt. Viele Vereine von Nauenhof werden dort mit präsent sein und das Ganze unterstützen. Es wird unter anderem auch einen Wettbewerb geben, und zwar der Wettbewerb im Müllsammeln. Also das Thema Natur und Seen wird definitiv dort mit aufgegriffen werden. Und wir hoffen natürlich auf einen immens großen Zuspruch und möge sich das Seefest dann auch in der Zukunft etablieren, die Unterstützung der Stadt und die Verantwortung, die ist definitiv gegeben. Das ist dann jetzt nach den Sommerferien, jetzt stehen wir ja kurz vor den Sommerferien. Das steht denn da in Nauenhof so an, wer jetzt nicht wegfahren möchte? Also als allererstes werden wir jetzt zeitnah die Wahlen abschließen. Das ist ja eher, weniger interessant für unsere Kinder und Jugendlichen. Ansonsten hoffen wir natürlich auf konstantes und tolles Sommerwetter endlich, dass unser Waldbad mit dem schwierigen Start in die Saison endlich ganz grandiose Besucherzahlen schreiben kann. Dort wird es auch verschiedene Events geben, ob das jetzt die Aufführung der Sagen ist, ob das Open Air Kino sein wird im Waldbad. Also dort sind auch verschiedene Highlights geplant in den Sommerferien. Auch wird es unseren Buchsommer wieder geben, über die Stadtbibliothek organisiert, der also quasi mit Ende der Sommerferien großartig abschließen wird. Und darüber hinaus sind in der Stadt verteilt kleinere Highlights geplant, die hoffentlich auf ganz große Nachfrage stoßen. Da sollte man auf jeden Fall das Amtsblatt lesen, denn dort ist man über alle Veranstaltungen auch informiert. Definitiv. Gibt es noch weitere Themen, die Sie ansprechen möchten? Weitere Themen aus der Stadtverwaltung. Also mich freut es, weil es heute gar nicht angesprochen wurde bisher, dass im Rahmen der Aldi-Eröffnung es gelungen ist, Spenden für unser Kinder- und Jugendhaus zu akquirieren. Also ich durfte quasi im Rahmen der Eröffnung eine Stunde mit dem Job der Kassiererin wechseln. Dieser Perspektivwechsel, der war sehr tiefgreifend tatsächlich und man sollte sowas immer mal machen, um auch, einfach auch in andere Berufe reinzuschnuppern und auch wertzuschätzen, was die Menschen, insbesondere im Einzelhandel, jeden Tag eigentlich leisten müssen. Das war schon alleine die Stunde, war sehr intensiv und sehr interessant und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass man auch Geduld hatte, mich dort einzulernen und mir die einzelnen Nummern fürs Obst und Gemüse noch zu erklären. Und im Rahmen der Eröffnung wurden sozusagen die Beiträge, die also eingenommen wurden, von den Kunden dann gespendet an einen gemeinnützigen Zweck. Das ist das Kinder- und Jugendhaus, sind 1.500 € zusammengekommen. Und ich freue mich schon auf die Scheckübergabe, weil ich weiß, dass dort viele Wünsche noch offen sind, auch von den Jugendlichen. Und der ein oder andere Wunsch kann damit jetzt erfüllt werden. Und das ist eine ganz tolle Aktion gewesen. Und das war großartig für alle Beteiligten, ja. Dann sind wir
am Ende unserer Sprechstunde. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit wieder genommen haben. Die nächste findet dann eventuell auch in anderer Form, in Form eines Sommerinterviews, wie im vergangenen Jahr dann auch statt. Und wenn Sie konkrete Fragen haben, gern an bürgerdialog@muldental.tv senden. Und damit verabschieden wir uns und wünschen noch einen schönen Abend. Danke gleichfalls. Bisschen traurig bin ich jetzt schon, denn für mich heißt es schon wieder Abschied nehmen für diese Woche von 04+. Sie müssen nicht Abschied nehmen von 04+, denn morgen begrüßt Sie hier an dieser Stelle 19 Uhr wieder meine liebenswerte Kollegin Marina Mönig zu dem Magazin für die Landkreise Nordsachsen und Leipzig. Ich an dieser Stelle wünsche Ihnen eine angenehme Restwoche und ein wundervolles Wochenende.